geh nicht gerne in Diskotheken, ich find's da laut und gar nicht schön. Doch letztens sah ich mich genötigt und ging hin und wollt mal sehen, wer da so alles rumläuft, was man trinkt, sich wie bewegt. Und kaum, dass ich da drin war, hab ich mich gleich aufgeregt. Und zwar nicht über den Eintrittspreis, der schien mir angemessen. Doch die Leute, die da rumliefen, konnt's echt vergessen. Die meisten hatten Mützen, auch mit Schirm, und ich könnt wetten, wenn du mit so einer Mütze in die Pfütze fällst, der Schirm wird dich nicht retten. Vom Nasswerden, mein ich, und denk so vor mich hin, vergess dabei das Gucken und stoß mir glatt das Kinn an dem Ellenbogen, schien mir der gehörte einem Mann, dessen Mütze bedeckter Kopf zog mich gleich in seinen Bann. Da sind Meter darauf. Ich halt mir dabei das Kind, denk meine Fresse, meint er mich. Er war nicht besonders groß und auch gar nicht richtig schön. Und mir war so, als hätte ich ihn schon irgendwo gesehen. Ihm ging es wohl ähnlich, denn er schaut mich prüfend an und fragt auf Englisch: Hör mal, Baby, bist eine Frau oder bist ein Mann? Klasse, denk ich, der ist genau mein Typ, gar nicht übel gebaut und geistig etwas trüb. Und ich frag: Hör mal, Darling, willst du das wirklich wissen? Ich mein, wenn ich dir jetzt die Wahrheit sag, dann wirst du was vermissen. Hinterher mein ich, wenn du dann mit zu mir gehst und ich mich schließlich ausziehe und du bedröppelt dastehst und dir vorkommst wie ein Ochse im Regen bei Gewitter, dann glaub mir, Baby, ich bin ein Zwitter.